So, wir setzen fort und sind beim Tagesordnungspunkt 27.9, Stärkung des Wirtschaftsstandortes Dresden, Einreicher CDU-Fraktion. Ich denke, Herr Kraken, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die sich wieder verschärfende Corona-Situation macht es unseren einheimischen Unternehmen nicht einfacher. Und der Grundsatz, den ich hier auch bei der Aktuellen Stunde im Mai formuliert habe, gilt aus meiner Sicht nach wie vor, dass wir alles tun müssen, dass die Unternehmen des Handwerks, der Industrie, der Gastronomie und des Tourismus von uns unterstützt werden müssen, dass wir alles tun müssen, um sie zu erhalten und den Fortbestand zu sichern. Und wir können neben den Initiativen, die der Bund entfaltet oder auch der Freistaat Sachsen als Kommune, als Stadt Dresden, denke ich, eine Menge tun. Und wir haben das bereits gemacht, indem wir beispielsweise die Dresdner Corona-Soforthilfe auf den Weg gebracht haben für die Kleinstunternehmen, für die Solo-Selbstständigen. Wir haben darüber uns ausgetauscht und dann auch beschlossen, wie wir Sondernutzungsgebühren entfallen lassen können für die Gastronomie oder auch für Veranstalter. Wir haben uns dazu entschlossen, Außengastronomieflächen unbürokratisch erweitern zu können, und wir haben gestern erst darüber diskutiert, wie wir versuchen wollen, im Rahmen dessen, was möglich ist, auch einen Striezelmarkt in diesem Jahr abzuhalten. Und wir werden, denke ich, auch im Finanzausschuss nochmal miteinander diskutieren, wie wir diese Mehrkosten finanzieren können. Und damit meine ich nicht nur die Mehrkosten für den Striezelmarkt selbst, sondern auch für die thematischen Weihnachtsmärkte. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal an die Stadtverwaltung appellieren, dass auch die Verwaltung alles in ihrem Ermessen tut und auch Ermessensspielräume nutzt, um Möglichkeiten zur Entfaltung der Dresdner Wirtschaft zu ermöglichen. Und da möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, Herr Oberbürgermeister, beispielsweise die Verlängerung der Filmnächte jetzt im Sommer war überhaupt kein großes Thema, das ist einfach gemacht worden. Und da möchte ich Ihnen nochmal herzlich danken und Sie auch weiter ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und dazu soll dieser Antrag auch dienen, die Verwaltung zu ermutigen, um dort entsprechend weiterzumachen. In unserem Antrag fordern wir weiterhin die Entwicklung einer Wirtschaftsstrategie für die Landeshauptstadt Dresden. Sie wissen ja selbst, wir haben eine ganze Reihe Strategien. Wir haben gestern zum Beispiel die Bibliotheksentwicklungsstrategie beschlossen. Wir haben einen Kulturentwicklungsplan. Wir haben Verkehrsentwicklungspläne. Wir haben das allerdings für die Wirtschaft so bisher noch niemals zusammengetragen. Und wir möchten heute mit Ihnen gemeinsam beschließen, dass wir das tun und eine Strategie auf den Weg bringen, wo wir beschreiben, wie wir Unternehmensansiedlung und Entwicklung unbürokratisch und schneller ermöglichen, wie wir das Angebot an kommunalen und interkommunalen Gewerbeflächen voranbringen, wie wir beispielsweise ein Ideenscouting etablieren, um in anderen Kommunen zu schauen, was wird dort besonders gut gemacht, was läuft dort schlecht im Bereich der Wirtschaft, um die guten Dinge vielleicht für uns zu übernehmen. Wir sollten dort reinschreiben, wie wir die Digitalisierung der Stadtverwaltung voranbringen, wie wir beispielsweise eine Metropolregion Ostsachsen initiieren, wie wir das Dresdner Start-up-Ökosystem stärken. Gerade nach Covid-19 wird es ein ganz wichtiges Thema werden und ist es heute schon. Und wir sollten auch reinschreiben in diese Strategie, wie wir die Entwicklung moderner Technologien weiter unterstützen wollen. Stichwort 5G, Elektromobilität oder auch das Thema Wasserstoff als ganz wichtige zentrale Themen, wo ja in der Stadt Dresden schon eine ganze Menge auch an Kompetenzen vorhanden sind, und die sollten wir stärken. Und der dritte Punkt unseres Antrages, der geht in eine Richtung, die uns im Ausschuss für Wirtschaftsförderung in Zukunft bei unserer Arbeit noch besser unterstützen soll. Und zwar stellen wir uns vor, dass wir zweimal im Jahr uns tatsächlich die Kennzahlen der Dresdner Wirtschaft anschauen. Beispielhaft seien hier das Kennzahlensystem bei der Dresden Marketing GmbH genannt, wo wir im Aufsichtsrat regelmäßig uns austauschen, beispielsweise zu den Übernachtungszahlen, zur touristischen Entwicklung. Und diese Kennzahlen, über die wir dort dann zweimal im Jahr sprechen wollen, die wollen wir gemeinsam erarbeiten und dann regelmäßig uns vorlegen lassen, um einfach ablesen zu können, wo entwickeln sich
die Dresdner Wirtschaft und wie wird auch die Strategie, die wir miteinander vereinbaren wollen, umgesetzt. Dafür bitten wir Sie um Zustimmung. Ich möchte ganz gerne im Antrag, da er ja schon eine Weile auf dem Weg ist, drei Termine noch ändern. Und zwar Punkt 1 würde ich ganz gerne ersetzen wollen. Und dort sollten wir reinschreiben, den 31. Januar 2021, in Punkt 2 den 31. Mai 2021 und in Punkt 3 ebenfalls den 31. Mai 2021. Und ich denke, dass wir mit dieser Aktualisierung dann den Antrag auch rund machen und letzten Endes hier uns verabreden, etwas weiterhin zu tun, nämlich für die regionale Wirtschaft, für das Rückgrat für Arbeit und Beschäftigung. Und dafür bitte ich Sie um Unterstützung. Vielen Dank. Soweit die Einbringung. Steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Beginnt AfD. Herr Pinkert. Nein, hat sich verändert. Aber ich glaube, Sie hatten es mir erst gestern schon gesagt. Genau. Das ist falsch aufgenommen. Also, Herr Federlein, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Corona-Pandemie hat und hatte erheblichen Einfluss auf die Entwicklung unserer Wirtschaft. Insolvenzen und damit verbundene Existenznöte und Arbeitslosigkeiten werden auch in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen und somit für Unsicherheiten und Unzufriedenheiten sorgen. Nicht zuletzt werden auch die bisherigen Steuereinnahmen nicht mehr wie bisher zur Verfügung stehen. Um dem entgegenzuwirken, sind entsprechende Maßnahmen notwendig. Es kann also nicht, wie es von einigen Stadträten gern gesehen würde, darum gehen, die Wirtschaft einfach mal an die Wand zu fahren, sondern es muss unser aller Anliegen sein, die Wirtschaft der Stadt Dresden so gut wie nur irgend möglich durch die Krise zu bringen. Wir als Stadtrat haben da entsprechende Einflussmöglichkeiten, die wir nutzen sollten, um somit den Dresdnerinnen und Dresdnern zu signalisieren und zu zeigen, dass wir ihre Probleme erkannt haben und bereit sind, auch etwas zu tun. Der vorliegende Antrag, auch wenn er sehr allgemein abgefasst ist, trägt dem Rechnung. Wir können somit unserer Kontrollpflicht gegenüber der Stadtverwaltung nachkommen und somit entsprechenden Einfluss auf die sinnvolle Verwendung der finanziellen Mittel nehmen. Wir werden alles unterstützen, was der Dresdner Wirtschaft hilft und werden somit dem Antrag zustimmen. Danke. Als nächstes Fraktion Die Linke, wird das Wort gewünscht? Nein. Dann SPD, Frau Sturm? Auch nicht. FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. Grüne, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Stadträte, wir haben es gerade gehört, die Corona-Krise hat größere Auswirkungen als die Finanzkrise 2008. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist in den letzten Wochen und Monaten um 6,5% eingebrochen. Was wir aktuell brauchen, ist ein Aufbauplan, der sich mit den Herausforderungen der Zukunft befasst. Über allen steht dabei die Corona-Krise und der weitere Umgang mit ihr. Mit dem vorliegenden Antrag soll die Verwaltung aufgefordert werden, entsprechende Vorschläge und Strategien zu entwickeln, wie wir als Stadt mit der derzeitigen Situation umgehen. Der Einreicher hat es ja auch ein Stück dargestellt. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne die Worte der Bundeskanzlerin in Brüssel zu ihrer EU-Antrittsrede zur Ratspräsidentschaft nochmal aufgreifen. In ihren Leitlinien für die 6 Monate der Ratspräsidentschaft hat Angela Merkel die wichtigsten Herausforderungen meines Erachtens klar definiert, die auch für uns als Stadtgesellschaft handlungsleitend sein sollten. Zitat: Der Klimaschutz und damit verbunden der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Zitat Ende. Das heißt, wir brauchen in Zukunft ein grünes Wachstum und einen Beitrag auf unsere Stadt bei der Umsetzung des Klimapaktes der EU-Kommission. Anträge nach mehr Feuerwerk, wie wir es demnächst noch haben werden, oder die Hoffnung auf ein Beharren auf fossile Energieerzeugung setzen vollkommen falsche Signale nach unserer Einschätzung.
Für uns Grüne steht hier im Vordergrund die Unterstützung von Unternehmen und Start-ups, die sich der Ressourcenschonung und dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben haben. Unsere eigene Beschaffung bei öffentlichen Aufträgen muss nachhaltiger werden und regionale Wirtschaftskreisläufe unterstützen. Auch die Strom- und Wärmeerzeugung bei unseren Stadtwerken muss sich diesen Aufgaben stellen und ihren Anteil an regenerativen Energien deutlich ausbauen. Ein entsprechender Antrag unserer Fraktion ist bereits in der Gremienberatung. Ein zweiter Punkt, den Angela Merkel genannt hat, ist die Digitalisierung. Auch das wurde schon angesprochen. Zitat: Wir wollen die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen. Wie sehr diese Leitlinien auch für Dresden zutrifft, haben die letzten Wochen und Monate mehr als deutlich gezeigt. Die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen für Mitarbeiter und Rinnen stellten Unternehmen und die Stadtverwaltung vor schwer lösbare Probleme. Fehlende Laptops oder Tablets, fehlende leistungsfähige Internetanschlüsse, die Frage nach Datenschutz und Softwareverwendung etc. sind da nur einige Beispiele. Aber auch der gesamte Bildungsbereich hat gezeigt, Unterricht, Studium, Ausbildung hat noch sehr viel Luft nach oben, was die Digitalisierung dieser Bereiche betrifft. Mit den Universitäten, Forschungs- und Bildungseinrichtungen haben wir gut aufgestellte Partner bei den Herausforderungen der Digitalisierung. Diese müssen bei der Erarbeitung der zu erarbeitenden Strategie zwingend einbezogen werden. Und der dritte Punkt aus der Antrittsrede von Frau Merkel, Zitat: Die weltweit dramatischen Folgen der Pandemie fordern mehr globale Verantwortung. Die Pandemie zeigt uns, wie verwundbar unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist. Solidarität und Zusammenhalt haben wieder einen höheren Stellenwert eingenommen. Ein Neustart muss das Auftreten weiterer Pandemiewellen berücksichtigen. Das heißt, wir müssen schauen, wie abhängig wir sind von weltweiten Lieferketten, Reisebedingungen, Handelsbeziehungen und anderem. Die EU und die Bundesregierung haben jetzt mittlerweile milliardenschwere Rettungspakete auf den Weg gebracht. Diese Mittel können wir nicht zu einem einfachen Zurück auf die Bedingungen vor der Pandemie eingesetzt werden, sondern für eine zukunftsfähige, nachhaltige und krisenresistente oder auch resiliente Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft. Auch Dresden erlebt gerade weiterhin Auswirkungen von Klimawandel, fehlender Digitalisierung und die Folgen der Corona-Pandemie. Wir können dem Antrag in dieser Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung mit diesen Ergänzungen, die wir dort mit reingebracht haben, unsere Zustimmung geben und erwarten substanzielle Vorschläge für einen entsprechenden Aufbauplan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht und da, wie gesagt, in den Punkten 1, 2, 3 die Daten so, wie es vor uns von Herrn Karten gesagt worden ist, also 31.01.21 in Punkt 1 und in 2 und 3 jeweils der 31.05.21. Das wären dann die Grundlagen des Beschlusses. Wer dem zustimmen möchte, dem federführenden Ausschussbericht, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Enthaltung. 64 Ja-Stimmen damit einstimmig beschlossen. Wir setzen fort in der Tagesordnung, sind bei 27.